Hey Leute, herzlich willkommen wieder hier bei Unboxing Extrem und heute haben wir es endlich organisiert bekommen, ein War of the Giants Battle Pack 2 Reinforcement und das normale Display zusammen ein Turnier zu veranstalten und wir sind zu viert. Wir machen das jetzt nach den vorhergesehenen Regeln von Konami, also das heißt, wir nehmen davon jeder, also wir sind zu viert, jeder ein Viertel von 36 haben wir uns ausrechnen lassen, wir haben 9 und jeder nimmt sich davon 9 Booster, davon jeweils 1 und dann können wir ein kleines Turnier veranstalten. Natürlich bauen wir uns nicht aus den 9, also es sind 45 Karten, mit den 16 sind zu viele, wir tun uns die Decks aus diesen 9 Boostern zusammenbauen, ich brauche ein Messer. Dankeschön. So, und dann kannst du hier schon mal, naja, schon mal tut es hier voll auf, dann mache ich das noch auf. Ja, von den Ergänzungspacks ist ja immer nur eins vorgesehen, weil, ja, Regeln und so. Und man darf hier die Ultra-Reste draus, soweit ich es noch in Erinnerung habe, nicht benutzen in dem Ding. Ich sage, geht mal alle raus und dann mischen wir durcheinander, damit jeder ungefähr die gleichen Chancen hat, würde ich mal sagen. Also, es ist eine ganze Menge Booster, wenn man hier sie so verteilt sieht. Ja. Und auch wieder mehr Reinforcements. Sollte man irgendwie ein bisschen drin brauchen. Ja, genau. Davon kriegt dann halt jeder eins. Und ich glaube, jetzt ist es ganz gut durchgemischt. So. Und es wäre fair, glaube ich, wenn wir uns einfach abwechselnd immer einen Pack nehmen. Ich fange an, ich nehme einen Schliffer. Okay, dann. Okay, warte, Yellow. Warte nachher. Oh. Ihr kennt bei eurem Duell alles aus. Ich will einen Obelisk. Da. Du bist bei 4, ich bin auch bei 4. Und 5. Sieben. Acht. Neun. Gut, dann machen wir die Packs mal auf und schauen, was wir da drin haben. Falls irgendwelche besonders erwähnenswerten Karten rauskommen, zum Beispiel eventuelle Götterkarten. Dann. Oder was wir noch alles Schönes drin Bescheid sagen. Drin erwarten können. So. Ja, bestimmt zu weit. Wie ist das? Ist die Starfall oder was? Mosaic Rare. Mosaic Rare ganz vorne oder? Ne, die ist vorletzte war es gerade bei mir. Okay. Ah ja, ja. In der Tat. Ich glaube, man kann auch alles in der Kamera so einigermaßen erkennen. Weil. Ja, geht ja immerhin auch um die Karten. Ich hoffe, ich ziehe da noch ein paar Sachen, die so einfach. Davor ist, glaube ich, die Black Rare. Ja. Die einigermaßen spielbar sind. Ja. Gelten da auch die Bandits? Ich glaube nicht, oder? Nein, da ist ja nichts Gebranntes drin. Nee, ich habe gerade wieder gebrückt, ja, glaube ich. Oh, was? Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ich habe wieder gebrückt, dann hab ich gehabt. Keine Ahnung, ich glaube auch. Oh, schön. Oh yeah. Die Arschkarte hat man dann halt, wenn man den falschen Gott zieht. Also, oder allgemeinen Gott, weil ich glaube, es ist ziemlich schwer, den zu rufen. Hm. Braucht halt 3 Monster. Der Spezialsprung hilft dann nicht lang. Den letzten von meinem vorletzten Pack. Oh ja. Oh yes. Ich hab noch 2. Echt? Ah, oh, okay. Also ich würde sagen, wir spielen einfach nach der Unlimited-Regeln. Cool. Wow. Und dann noch die Green-Regeln. Genau. Oh shit.
Also wir spielen dann wahrscheinlich verbannte Karten davon einmal spielen. Ich nehme mir dieses Pack. Ich hoffe, es bringt mir Glück. Die Ultra ist natürlich nicht, also ja, wie gesagt, nicht zum Duell geeignet. Okay, ich habe den Nebelkönig. Ja, das Big Eye. So viele Packs gekauft, nie eins gezogen. Wow. Big Eye, okay. Nice, also dann legen wir die mal beiseite. Räumen hier kurz den Schwachsinn weg. Und Leute, man sieht sich gleich wieder, wenn wir uns dann die Decks zusammengestellt haben. Bis gleich. So Leute, wir haben uns jetzt in der Zwischenzeit etwas mit den Karten beschäftigt und uns das ultimative Deck zusammengebastelt. Ohne Ende. Während wir darauf gewartet haben, dass wir eine perfekte Kombination zusammenbauen, kam Post und da kam schon das nächste Unboxing, das dann auch in nächster Zeit kommen sollte. Aber erstmal das Turnier und dann die anderen Dinge. Nicht wahr? Ja, genau. Okay. Recht. Gut, dann würde ich sagen, haben wir hier 40 Kartendecks. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich, ich weiß, du hast gefragt, ob du mehr nehmen kannst. Hast du? Ich habe 42. Ja, 42, ich habe genau 40. Weil bei mir, es war bei mir eher eine Qual auf 40 Karten. 41, ich weiß es gar nicht mehr. Gar nicht so viele gute Karten. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen raus. Ich weiß nicht, was gut ist, das ist eine 2, eine 4. Du darfst aussuchen. Okay, er fängt an. Okay. Interessant. 6. Also jetzt. Also erstmal Spezialbeschwörung von Tundrescher. Ja, ich kann ja Spezialbeschwörung von meiner Hand beschwören, wenn ich keine Monster kontrolliere. Ja, ja, ja. Und das war's. Okay, dann bin ich dran. Ja. Wunderschönes Mosaic Rare. Normalbeschwörung Schieferkrieger. Schwarzer Anhänger auf Schieferkrieger. Klar, der hat auch nur 2000 Anhänger. Der hat jetzt 2400 Angriff und fügt dir 300 Schaden zu. Brauche ich einen Calculator? Ich habe. Finde mein iPhone. Okay. Ich kann auch das ist nicht mein iPhone, du Vogel. Du hast zu viele Handys. Ich sag iPhone, er bringt mir ein Sony. Ja. Steht fett drauf. Dankeschön. Hier keine Werbung. Ja, was für Werbung. Und ich überlege noch, Ich kann grad. Wie viel hat die der 2-1? Ich hab 2-4. Mhm. Dann bist du 300. Du bist mal Player 2. Ja. Ich leg das jetzt mal einfach hier so in die Mitte. Ich denke mal nicht, dass man es erkennen kann, aber ich sag über. Wie viel es gerade steht. Er hat 7700, nicht noch auf 8000 und ich beende meinen Zug, du bist. Ich muss erst ziehen. Ja, ich muss erst ziehen. Also. Und dann darfst du. Ah ja, das ist auch cool. Auf jeden Fall. Also. Ich beschwöre Goblin Elite-Angriffstruppe als Normalbeschwörung. Das heißt, wenn er angreift, kommt dann die. Verteidigungsposition. Ja, ich gucke auf Verdeckte, ja, die Normalverteidigungsposition. Genau, anschließend. Habe ich Wiedergeburt? Oh mein Gott! Für Tondrescher als Spezialbeschwörung. Warum? Tja, wieso nicht? Ja, die Frage. So. Dann aktiviere ich Gral Schwerkraft-Axt. Ja. Auf mein. Phantomdrescher, das heißt, er hat jetzt 2600 Angriffspunkte. Ja. Gut. Und damit greife ich dann deinen Schieferkrieger an. Okay. 2,6, das heißt, du kriegst 200 Schaden. Und dann noch 500. Genau, durch den Effekt der Zauberkarte. Und dann greife ich noch mit Gruppen die Truppe direkt an. Hat 2200. Okay, ich bin auf 5,6. Und das ist Ende der Battlephase. Und ja. Ich kann bis zum Endphase des nächsten Spielzugs meine. Die nicht ändert. Ja, und du bist dran. Ja.
Okay, dann gehe ich in die Main-Phase, setze eine Karte. Dann nochmal beschwöre Druid. Okay. Hat einen Effekt, wenn er angreift, kann er einen Verteidigungsmonster zerstören vor der Schadensberechnung. Das heißt, Battlefield greift. Dein Goblin-Angriff ist sowieso gereicht. Ja. Muss man aber nun mal tun. Und. Ja. Ja. Dann bist du dran. Cool. Ich ziehe. Okay, dann setze ich eine Karte verdeckt. Okay. Und mal schauen. Du beschwörst jetzt ein Monster mit 4000 ATK. Ja, wollte ich, aber es klappt Gott. Nicht ganz. Ich beschwöre auf eine Maschmierung zu Barbarritter. Wenn er ein Monster in Verteidigungsposition angreift, wird es einfach zerstört, so ähnlich wie dein Trillroid. Dann in der Battleface greife ich mit Photonendrescher, hat er immer noch 2. 6, ja, richtig, 2-6. Dann aktiviere ich Halbkonter. Während der Schadensberechnung, falls ein Monster angegriffen wird, das du kontrollierst, fällt das Monster, das du kontrollierst, das gewertet Ziel erhält bis zur Endphase, ATK in Höhe der Hälfte der Grund-ATK des angreifenden Monsters. Das sind bei dir 1050, das heißt, ich habe 2650. 650, das heißt, 50 mehr als du, dein Ding ist zerstört. Das zählt. Falls du keine Fallen aktivieren möchtest. Keine Fallen aktivieren. Okay. Okay, dann hat sich die Sache mit Zubaba-Ritter ebenfalls erledigt. Kann ja nicht angreifen, du bist da. Okay. Halbgott. Praktisch. Dann mal beschwöre ich Cybertal. Aha. Der Streu. Und. Ende. Okay, ich ziehe. Aha. Darf ich nochmal den Effekt von Cybertal wissen, was ist, also, wenn er zerstört wird? Wenn du ihn angreifst, dann verbannt er sich. Und ich darf eine Karte ziehen, dann Battleface beendet. Das ist gerade zu viel Angriff durch ein Monster. Dann ist es nicht wert. Okay. Dann beschwöre ich erstmal Schwörung. Kämpfender Hilfsroboter. Ja. Wenn kämpfender Hilfsroboter angreift oder Monster zerstört, dann darf ich eine Karte ziehen und eine Karte von meiner Hand unter das Deck zurücklegen. Okay. Genau, dann greife ich mit kämpfender Hilfsroboter deinen Cybertal an. Und hier ist ein Effekt. Übernehmen. Battlefield endet, aber Effekt von Hilfsroboter. Nee, der hat ihn nicht zerstört, das ist sein Effekt. Ach, er wird verbannt. Ja. Nicht zuerst zerstört. Nee, das ist auch. Okay. Selbst wenn er auf den Friedhof gehen würde, wäre es nicht durch Kampf, sondern durch seinen Effekt. Dann so, ja, gut, kriegt er wirklich nicht. Das ist jetzt, ich bekomme eine Karte und. Ja, ja, du bist ihn, okay. Bin ich? Hat nicht ganz so geklappt, ja. Du bist so. Ups, stimmt. Ja, ich nochmal. Das geflügelte Nashorn. Nageldeck. Meine Falle. Klebefallgrube. Wenn der Gegner Monster beschwört, halbiere die Grund-ATK der Monster. Okay, ich gehe zurück auf die Hand. 600. Fall, das ist sein Effekt. Während des Spielzugs eines beliebigen Spielers, wenn ein Fallkart aktiviert wird, außer während der Damage-Self, du kannst die Karte auf eine Karte auf dem Spielfeld auf die Hand zurückgeben. Okay. Das heißt, es ändert sich nicht viel. Doch, du hast kein Monster. Ich gehe mit dem in Verteidigung. Und, warte kurz. Ja, du bist dran. Okay, ich weiß ja nicht, was du dir dabei gedacht hast, aber wir gucken gleich mal. Ja, ich brauche eh keine Sorgen haben für Rang 4 Plays und deshalb. Ja, also ich aktiviere Heulender Wind auf meinen kämpfenden Hilfsroboter. Es hat ja 2600 Angriffspunkte bis zu meiner nächsten Standby-Phase, sprich deinen ganzen Spielzug über noch durch. Kannst mal kurz überlegen, was mehr Sinn macht. Vielleicht ein Monster beschwören. Ja, das könnte ich auch noch machen. Das wäre ganz praktisch.
Nein, meine Subaba-Ritter. Boah, das sind immer so Entscheidungen. Man weiß nie vorne, was besser ist. Ein Subaba-Ritter greift deinen Drillroid an. Was der so Effekt ist, dass wenn er eins in offener Verteidigungsposition angreift, wird es zerstört. Okay. So, und dann greift mein Herrn Hilfroboter dich direkt an mit 2600. Okay, dann ziehe ich mir das mal ab. Bin ich dran? Ja, du bist dran. Okay. Den kennst du ja schon, den Venus und Nashorn. Ach ja, die Karte kommt zwar auf den Friedhof, aber der Effekt immer noch 2,6. Okay, der 1000 plus, oder wie? Mhm. Wow. 2600 bis. Klasse. Okay, mein Nashorn fällt über deinen General her. Ritter. 200. Machst du? Du kriegst 200 Schaden und du bist. Jetzt ist er wieder auf 1,6. Na, mehr jetzt. Okay. Ja, stimmt, ist er wieder auf 1,6. Das ist fast schon uncool. Nein. Ich aktiviere Kartenhändler und ich kann jetzt in, ja, in das, einmal pro Spielzug, ja, in meiner Standby-Phase halt leider nur. Ja, okay. Eine Karte in mein Deck mischen. Gut. Das fühlt sich komisch an, um Höhlen zu spielen. Dann setze ich noch eine Karte und du bist dran. Okay, ich bin dran. Durch Kampf noch durch Karten. Okay. Normale Beschwörung, Mächer, Phantom. Ich mach's hier, damit man das auch alles. Ich glaube, näher an der Kamera ist besser. Dann aktiviert sich sein Effekt. Ich kann eine Spielmarke holen. Das ist jetzt eine Mächer-Phantom-Spielmarke. Solange ich eine davon kontrolliere, kann der nicht durch Kampf oder Karteneffekte zerstört werden. Und einmal pro Kampf, glaube ich. Einmal pro Kampf kann ich eine opfern und diese Karte erhält dann bis zur Endphase zusätzliche 800 Angriffspunkte. Gut. 2500 dann. Ja, genau, richtig. Dann gehe ich in meine Battlephase. Ja. Mit meinem geflügelten Nashorn möchte ich deinen kämpfenden Hilfsroboter angreifen. Mhm. Das sind 200. Mhm. Und mein Leinenwolf greift deine verdeckte Karte an. Soll ich ihn verbreitet? Wow, cool. Weil das ist keine Tuna. Das ist doof. Tuna habe ich ja, ich habe bloß kein Synchromonster. Ja, ich meine, ja. Genau. Das ist kein Extra-Deck. Im Allgemeinen. Okay, dann bist du dran. Okay, mein Draw-Face. Mal gucken, ob ich Kartenhändler brauche. Standby-Face. Kartenhändler-Effekt, ja, nein. Was hat der für Angriffswerte? Der ist 0-0. Ah, oh, okay. Ja, der Damage Text eines beliebigen Spielers. Ich mische eine Karte von meiner Hand zurück. Musst du mir die zeigen oder ist das? Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Nö. Ansonsten kann ich dir auch sagen. Nö, steht nichts mit vorzeigen oder sowas. Okay. Und ich ziehe. Aha. Eine zweite Trophäe sozusagen. Setze ich eine Karte und beschwöre Festungskrieger. Ja, einmal pro Spielzug nicht zerstört werden kann, oder? Ja, erstens das und ich erhalte keinen Kampfschaden aus Angriffen. Mhm. Und dann greift mein Festungskrieger den Token an. Der Token möchte zerstören. Ja. Der kommt ja so dermaßen nicht auf den Friedhof, der hat mich einfach nicht. Ja, ich wollte ihn eigentlich daneben legen. Und dann bist du dran. Okay. Braucht er übel lang. Ja, der Effekt, kein Kampfschaden. Er kann ich krieg keinen Kampfschaden und er kann einmal nicht zerstören. Okay. Dann bin normal beschwöre ich Machine Lord Ür. Ür? Ja, der hat den Effekt, diese Karte kann alle Monster, die dein Gegner kontrolliert, einmal angreifen. Falls diese Karte angreift oder angegriffen wird, dein Gegner erhält keinen Kampfschaden. Das heißt, ich gehe jetzt in Battle Phase. Mein Maschinenlord Ür. Was ist das, ja?
greife deinen Festungsgegner an. Möchtest du was aktivieren? Ich überleg's mir. Ja. Passiert was, wenn der eine Karte zerstört? Nein, nichts, überhaupt nichts. Das ist bei keinem so. Ja, okay. Dann, also ja. Der greift an, ja, gut, kein Schaden, der greift an, der wird zerstört. Ja, und kein Schaden. Und dann 1-8 direkt. Noch 1-8. Und du bist dran. Aha. Das ist ja cool. Ich setze die Karte verdeckt, dementsprechend benutze ich den Effekt von Kartenhändler nicht. Mhm. Und du bist dann dabei. Ich bin dran. Okay. Das ist jetzt interessant. Faire Chancen, was die Handkarten betrifft. Ja, wir haben mit den gleichen Handkarten angefangen, also mit der gleichen Anzahl. Gut. Ich setze einen Counter verdeckt. Gehe dann in meine Battleface. Und greife mit meinem geflügelten Nashorn dann vielleicht das Monster an. Ja, 1-8 Verteidigung, passiert mir nichts. Da passiert gar nichts, hat er irgendeinen bestimmten Effekt? Wenn er, ich kann eine Karte abwerfen und dann ein Monster auf eine andere Position wählen, das du kontrollierst und das kann ich zerstören. Und das kann ich einmal vor Spielzug machen. Okay, dann bei Main Phase 2 gehe ich mit den beiden in Verteidigung. Oh, schlau. Und du bist. Okay. Ich beschwöre erstmal als eine Beschwörung. Golem Wachposten. Okay, Golem Wachposten kann einmal pro Spielzeug in die verdeckte Verteidigungsposition gebracht werden. Und wäre als Flip-Beschwörung. Okay, dann kann ich also auf seine Beschwörung. Die will ich zerstöre. Wenn vier oder mehr Monster auf dem Spielfeld liegen, zerstöre alle auf ein Monster. Okay. Das heißt, wenn er den da ist, ein Effekt. Ich kann ihn auf die Hand zurückgeben. Mhm. Wenn eine Flankenkarte auf die Wette geht. Genau. Und dann sind die alle zerstört. Aber auf die Aktivierung von deinem Effekt von diesem komischen Ding aktiviere ich Durchbruchfähigkeit. Leck mich, du hast die gezogen, Alter! Ja, dann wird es ein Effekt. Alter, ja, geht die wird nicht durch. Dann müsste er theoretisch zerstört werden. Ja, das ist jetzt so eine Grauzone, ja, aber es müsste funktionieren. Das ist ja nicht der Damage da. Nee, das ist richtig. Spelljee 2 haben wir gestern noch geklärt im Turnier. Gab es Diskussionen, ja, aber stimmt, hat er recht, geht durch. Ist ich bin dran, ja? Nein, ich bin dran. Ja, ich war gerade auch das während deinem Zug. Ach, das war während meinem Zug. Jetzt. Tatsächlich, stimmt. Ja, bin ich? Ja. Lol. Du benutzt Wiedergeburt, ich benutze Soft der Gier. Lol. Okay, die much drop fire, I see. Dann mal beschwöre ich Karten Auto D. Setze drei Karten. Aktiviere seinen Effekt. Ziehe zwei Karten und gehe in die Endphase. Du bist dran. Der zieht einfach Durchbruchfähigkeit leer. Du weißt, du kannst es auch vom Friedhof noch aktivieren, ja? Ja, das weiß ich. Ich aktiviere den Effekt von Kartenhändler. Ja. Okay, ich aktiviere Steilkäfig des Albtraums. Wow! Für zwei Runden. Für zwei Spielzüge kann ich angegriffen werden. Nicht? Ja. Okay. Dann. Normal beschwöre ich Kyko. Kyko, der Geisterzerstörer. Geisterzerstörer. Und. Rüste das Horn des Einhorns auf ihn auf. Ich hatte eine Kette unten, ein Einhornhorn. Die bringt ihm jetzt 700 ATK und Verteidigung. Und. Wie viel? 700 ATK und Verteidigung. Und wenn diese Karte das Spiel wird,
auf den Friedhof gelegt wird, kann ich sie auf das Deck zurücklegen. Das heißt, die lohnt sich. Hey, cool. Und dann aktiviere ich noch Tollkühne Gier, weil ich ja noch nicht genug Karten gezogen habe. Was ist das nochmal? Aber ich darf zwei Karten ziehen. Die nächsten zwei. Genau. Dann aktiviere ich noch Kartenhändler. Mhm. Und möchte dann mal sagen, du bist dran. Das möchtest du nicht sagen, aber du sagst es halt. Ja, okay, das war jetzt kein Spielzug von dir, das ist klar. Ich setze den Karte direkt und du bist dran. Okay. Ach nee, warte, ich bin behindert. Warum ziehe ich eine Karte? So dumm. Dann bringt mir auch Kartenhändler wenig, oder? Ah nein, das funktioniert sogar. Okay, dann mache ich das ja, so. Du musst nicht ziehen dafür. Dann lege ich eine Karte auf mein Deck zurück. Mische schön. Und ziehe dann eine Karte. Oh, guck mal, ich habe die gleiche Karte wieder gezogen. Toll. Die du. Ja. Die habe ich nur einmal drin, das heißt, es ist exakt die gleiche Karte. Ja, gut. Aber ich habe gesehen, man kann auch mit Tollkühner gehen noch Karten ziehen. Dann normal beschwöre ich den Schimmerdrachen und beende meinen Spielzug. Das heißt, die Karte geht jetzt auf den Friedhof. Das ist wahr. Das so, ist richtig. Ich bin dran, ich ziehe. Das ist ja auch praktisch. Ich setze auch eine Karte verdeckt und beschwöre großes Auge als Flipperbeschwörung. Ich darf mir die obersten 5 Karten von meinem Deck ansehen und sie in beliebiger Reihenfolge. Richtig. Platzieren, ja. Aufs Deck zurücklegen. Ich weiß nicht, dass du sie hier ansehen. Ich weiß. Ich schaue mir nur dieses große Auge an und frage mich, warum du zweimal großes Auge gezogen hast. Einmal die Nummer und einmal das Effektmonster. Das ist interessant. Ich weiß nicht, ob das der klügste Zug war. Aber hey, ich will nichts sagen. Der stand mal. Okay, das ist schon ganz cool. Was habe ich denn hier noch? Aha! Habe ich das da wohl noch? Okay, ja, ich weiß, dass du angreifen kannst, dass es 4 Schaden gibt. Nur so zu Info, ich habe so. Hab den Flip-Effekt, der war ganz praktisch. Ja, du bist dran. Okay, ich bin dran. Dann wirst du wahrscheinlich nächste Runde nicht Kartenhändler aktivieren. Denke ich mir. Bin ich behindert? Ich habe schon wieder gezogen. Aber egal, ich mische eine Karte zurück ins Deck und ich nehme einfach die Karte, die ich gerade eben gezogen habe. Aber egal, jetzt muss ich nicht mehr dran denken. Ja, klar, das hätte ja auch eine andere sein können. Na, aber ich lasse das mal durchgehen. Falls du dann gewinnst, liegt's daran. Ah, okay. Man kann es natürlich immer entschuldigen suchen. Oder es ist offensichtlich. Ich setze dann eine Karte verdeckt. Und dann mal beschwöre ich meinen Festungskrieger. Oh je. Der sehr stark ist. Ah, eindeutig. Und dann gehe ich in die Battle Phase. Greif mit meinem Schimmerdrachen dein großes Auge an. Gut, 700. Das sind 700 Schaden auf dein Konto. Und jetzt darf ich kurz lesen. Greife ich auch mit meinem Kyko dein verdecktes Monster an. Es ist Schicksalsheld Defender. Und aktiviere Schlaghieb. Wenn ein Monster, das du kontrollierst, einen Angriff deklariert, bis zur Endphase erhält das Monster 700 ATK. Und falls ein Monster in Verteidigungsposition angreift, füge dein Gegner durchschlagenden Kampfschaden zu. Das heißt, es gut, sind 1000. Du hast 2,5 und kriegst 700 dazu, hast 3,2. Also 500 Schaden für mich. Ja. Gut, dann ziehst du einen Kampf noch mit dem Typ an. 600? Ja. Und das geht auf den Friedhof. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Du bist dran. Das heißt, ich werde so dermaßen Kartenhändler benutzen. Die Karte bringt mir das nichts mehr. So, du hattest darauf plädiert, dass du auf deinen, ja, meine ganze dass du deinen Defender abusen kannst. Boah, um den wäre ich aber auch anders nicht rumgekommen, sag ich dir. Echt? Ah, merkt ihr, du hast noch Plug Splatter drin. Du kannst. So. Ja, aber es war ja kein Monster-Effekt.
Ah nein, ich meine, falls du eine Karte. Ach, den Black Spreader. Ja, genau. Ja, ja. Könntest du noch optimieren. Stimmt. Ich habe noch nie ein Deck mit Black Spreader gespielt. Ich spiele Light Swan, deshalb. Oder Bierse-Decks, was weiß ich, spielt man ja da. Manchmal, gelegentlich, öfters. Toll. Du bist toll. Okay. Dann. Hauen das Einhorn auf Schwimmerdrache, ich greife mit ihm an. Also Battleface greift mit ihm an. Und ich glaube, das sind 700, sind 2500. 3-1. Yeah! Er hat noch 50 Lebenspunkte, Freunde. Und dieses Comeback möchte ich jetzt sehen. Du bist dran. Ich habe ja zwei Chancen, was ich jetzt ziehe. Die zweite Chance? Das war sie nicht. Die Karte, die ihm den Sieg beschert. Das Problem bei Blackspreader ist, es hat nicht funktioniert, weil ich nur eine Karte auf dem. Auf der Hand, ja, du musst jetzt zurückmischen. Okay. Ja, gut. Ich hab jetzt eine Karte verdeckt, aber ich möchte viel, muss man nicht mehr machen, du bist dran. Ja, doch, ich könnte das was zerstören. Tut mir jetzt echt leid. Ich opfere meinen Festungskrieger und mein Übelschar Vergessenslicht und beschwöre Königin der Weißen Nacht. Aktiviere den Effekt, einmal pro Spielzug, du kannst eine gesetzte Karte wählen, zerstöre das gewählte Ziel. Ich möchte diese Karte zerstören. Das war ein brutales Safeplay, hat das Ding einen Flip-Effekt. Gut. Dann dürfte ich anbieten, dass du dir eingestehst, dass Rettungsleine mir auch nicht wird. Ist schon okay. Okay, es war eine super Sache. Ein Duell, das ging in Ordnung. Beiden ja, Seiten. Ich hatte wirklich Möglichkeiten und du auch, also so war es ja nicht. Guck dir das an. Die drei Karten sind hintereinander auch bei mir auf dem Friedhof gelandet. Zwei ziehen, zwei ziehen, zwei ziehen. Ich habe die Draw Power. Muss ich mal ernsthaft sagen. Aber was ich interessant finde, dass du Ding jetzt hier hast, Durchbruchfähigkeit. So eine ganz geile Karte. Ja, gut, Leute. Wirklich viel geholfen. Dann habe ich mich jetzt qualifiziert für das Finale, das war so schwer. Ich meine, bei einem Vier-Männer-Turnier ein Finale zu erreichen. Aber ja, gut. Heute habe ich gewonnen. Vielleicht das nächste Mal verliere ich. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Duell der Vorrunde. Halbfinale, wie auch immer. Ciao.